Hallo, meine Lieben. Da bin ich mal wieder. Und ich mache diese Facebook Lives, weil es gibt so Tage, an denen ein Thema so richtig hochkocht mit meinen Klienten oder in den Gruppen, die ich verwalte. Es gibt so Tage, wo mir so klar wird, ah, das ist das Ding, wo es bei vielen hapert. Und das ist so ein Tag und deswegen melde ich mich jetzt kurz. Und ich habe es überschrieben mit, geh an das Ziel und betrachte die Welt von diesem Ziel aus. Und das ist etwas, was die wenigsten tun. Ich möchte mich da nicht ausschließen, ja, das ist eine Gewohnheit. Wir betrachten unsere Welt von dem Standpunkt aus, an dem wir gerade sind. Also, ich bin traurig, also betrachte ich die Welt mit traurigen Augen. Oder ich habe kein Geld, also betrachte ich die Welt aus den Augen jemandes heraus, der kein Geld hat. Also, ich bin in einer miesen Beziehung, also betrachte ich die Welt aus den Augen von jemandem, der eine miese Beziehung hat. Und dann gehen wir in unseren Verstand und fragen uns, was hätte ich denn gern? Ach, eine tolle Beziehung, Geld, ich wäre gern glücklich. Ja, und dann beginnen wir uns das zu wünschen und wir hoffen darauf, dass es irgendwann geschehen wird. Aber das Ding ist, wir sind die ganze Zeit immer noch in dem gleichen Zustand. Wir betrachten die Welt aus dem Status quo, den wir beschlossen haben, dass der real ist. So, wenn wir tatsächlich etwas verändern wollen, müssen wir sozusagen einen Sprung in die Zukunft tun. Wir müssen ans Ende gehen. Wir müssen ans Ziel gehen. Und was ist unser Ziel? In dem einen Fall Geld zu haben, in dem anderen Fall eine glückliche Beziehung zu haben, in dem nächsten Fall glücklich zu sein. Das ist unser Ziel. Das ist unsere gewünschte Endvorstellung. Und da geht es nicht darum, dass wir uns kognitiv erzählen, so hätte ich es gern. Das wäre doch toll. Es geht darum, dass wir uns vorstellen, dass es bereits so ist. Und das ist der Kardinalfehler, den alle machen, wenn sie sich was vorstellen, wenn sie sich was wünschen. Wir betrachten das Ganze aus unserem jetzigen Zustand heraus, aus dem Zustand, wo der Wunsch noch nicht erfüllt ist. Und das macht den fetten Unterschied aus. So, das heißt, nehmen wir das Beispiel, ich bin arm und ich will Geld. Ja, arm ist auch so ein Wort. Ja, ich habe kein Geld, aber ich will Geld. Aber das Ding ist, wenn ich Geld nicht habe und Geld will, fühle ich mich arm. So, wie will ich mich tatsächlich fühlen? Wenn ich Geld hätte, wie würde ich mich fühlen? Und das ist für jeden anders. Ja, es geht nicht darum, ob ich Geld habe oder nicht. Es geht darum, wie ich mich fühle, wenn ich Geld habe. Der eine fühlt sich sicher mit Geld, der andere fühlt sich abenteuerlustig mit Geld, der andere fühlt sich, weiß der Kuckuck, mit Geld. Aber das ist es, was ihr herausfinden müsst. Wie fühle ich mich als die Person, die Geld hat? Das heißt, dahinter sind meine Wünsche. So, wie fühle ich mich, wenn diese Wünsche erfüllt sind? Denn wir alle wollen nicht Geld, weil wir Geld wollen. Wir wollen Geld, weil wir uns mit dem Geld auf eine bestimmte Art und Weise fühlen wollen. So, unser Ziel, an das wir gehen müssen und von dem aus wir unsere Welt betrachten müssen, ist, wie wir uns fühlen wollen, wenn wir Geld haben. Ja? So, das ist der erste Schritt. Wir müssen herausfinden, wie wir uns fühlen wollen, wenn wir denn Geld haben. Und dann in diesem Gefühl bleiben. Ja? Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sagt, ah, ich möchte Geld haben, weil ich reisen möchte, dann fühle ich mich wie jemand, der reisen kann die ganze Zeit. So, was impliziert das? Dass ich jemand bin, der Geld hat zum Reisen. Also, wenn ihr wisst, was ihr wollt, wie ihr euch fühlen wollt, wenn ihr Geld habt, geht in dieses Gefühl, was immer dieses Gefühl ist, was immer euer Ziel damit ist. Aber geht vom Hier und Jetzt, von eurem jetzigen Standpunkt, eurer jetzigen Realität, in eurer Vorstellung, in die Zukunft. Es gibt keine Zeit. Ja, die Zukunft ist da, sobald ihr sie euch vorstellt. Aber bleibt in dieser Vorstellung, in eurer Zukunft, wenn ihr bereits die Person seid, die Geld
hat. Wie würde ich mich fühlen? Was würde ich anderes tun? Ja? Wenn ich die Person wäre, die sich so fühlen würde, wie jemand, der die ganze Zeit reisen kann, wohin er will, was würde ich tun? Ich würde in Reisebüros gehen, ich würde im Internet schauen, wohin ich als nächstes reisen kann. Ja? Wie würden die Leute mich sehen? Oh, da ist jemand, der die ganze Zeit reist, wann immer sie oder er Lust darauf hat. Oh, cool. Was würden meine Freunde über mich sagen? Was würden meine Feinde über mich sagen? Wie würde ich mich fühlen? Was würde ich denken? Was würde ich sagen? Wie würde ich handeln, wenn ich bereits die Person wäre? Und das bedeutet, aus dem Ziel heraus zu handeln. Das heißt, ihr seid bereits die Person in eurer Vorstellung. Wie würde ich handeln? Was würde ich sein? Was würde ich sagen? Was würde ich tun? Und das ist der große Unterschied. Wenn wir hier im Jetzt sind, in unserem Zustand, ich habe kein Geld, ich kann nicht reisen, wie handle ich dann? Wie schaue ich mir Menschen an, die ganze Zeit reisen? Ich bin neidisch, ich hätte es auch gerne. Wenn ich in dem Zustand bin, dass ich bereits reisen kann, so viel ich möchte, wie schaue ich mir die Menschen an, die reisen? Oh, Kumpels. Ja, cool, coole Sache, was die da macht. Ha, ist eine Reise, die ich mir auch vorstellen könnte. Ja? So, das ist wirklich der ganz eklatante Unterschied. Ins Ziel zu gehen, es real zu fühlen und daraus zu denken. Nicht an das Ziel zu denken. Das Ziel, das irgendwann in der fernen Zukunft ist, wenn ich mal Geld habe, um reisen zu können. Eure Vorstellung ist die einzige Realität. Was immer ihr euch vorstellt, wie ihr euch fühlt, das ist real für euch. Ja? Das ist wie wenn ihr träumt. Im Traum ist es vollkommen real für euch, wie ihr euch fühlt. Die materielle Realität, die sogenannte physische Realität, ist auch nur eine Vorstellung. Ja, so, das wollte ich euch heute nur kurz mitteilen. Aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich habe mehrere Bücher darüber geschrieben. Das letzte ist Du und deine wundervolle Vorstellungskraft, wo ich genau davon rede. Das heißt, vielleicht wollt ihr euch das holen, aber es gibt im Internet noch so viel über Vorstellungskraft zu finden. So guckt euch um. Und ich habe auch eine Gruppe, Erfolgreich beginnt im Kopf. Da geht es auch um all das, da reden wir über das. Da sind viele Leute, die das Gleiche wissen und in der Vorstellung bleiben dessen, wie sie sich fühlen würden, wenn es bereits so wäre. So, und mein letzter Tipp für heute ist, wenn ihr heute Abend zu Bett geht, spielt damit. Ja? Wirklich, geht zu Bett ohne Stress, ohne Zwang, ohne irgendwas zu wollen. Legt euch hin, schließt die Augen, kommt in diesen Zustand, der so zwischen Schlafen und Wachen ist und fragt euch, wie will ich mich fühlen, wenn ich Geld habe oder wenn ich gesund bin, wenn ich eine Beziehung habe, die wirklich wunderbar ist, wenn ich abenteuerlustig bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich selbstbewusst bin, wie will ich mich dann fühlen? Und spürt dieses Gefühl und dann bleibt darin, solange ihr könnt, morgen, übermorgen und für immer. Und lasst euch überraschen, was dann geschieht. So, das wollte ich euch heute noch mitteilen. Und ich habe meinen neuen Pulli an, Fluffy. Ich fühle mich wie ein Vogel mit Gefieder. Und er ist schön warm. So, macht es euch warm, macht es euch gemütlich, macht es euch schön. Was immer für euch sich wunderbar anfühlt, geht in die Vorstellung, dass es bereits so ist. Und dann werdet ihr sehen, ihr werdet genau das tun, was dazu führt, dass es dazu kommt, dass es sich in der Realität physisch manifestiert. Habt einen wundervollen Abend und danke fürs Zuschauen.